Ich stehe ein bisschen falsch, das ist natürlich doof. Na, kriege ich jetzt mal hier. Jetzt kann ich den keine anderen als so Vape jetzt hier kommen. Bin unterwegs. Vor, vor, vor. Position. Immer noch nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Rücke vor. Das ist strange. Dass ich da keinen drin sehe. Schmeißen wir schon inne. Oder setzen wir dich mal hier hin? Yes, okay. Einsatzkräfte wurden offensichtlich per Genmanipulation erheblich verstärkt. Das deutet darauf hin, dass Exalt sowohl Zugang zu Meld als auch zu Laboranlagen ähnlich den unseren hat. Trotzdem warne ich davor, dass wir uns dazu hinreißen lassen, die Physiologie unserer eigenen Soldaten in einem solch hemmungslosen Ausmaß zu verändern. Was ist das für ein Quatsch? Das machen wir ja schon. Ich meine, wir verändern ja schon unsere Leute, ne? So, komm. Dann gehst du mal vor, dann kannst du schön flankieren. Was? Ja, komm. Da ist doch einer. Wollte ich auch gerade sagen. Dann geh mal dahin. Dann gehst du aber in Feldposten. Dass ich da nichts sehen kann. Das kann ich immer noch nicht ganz kapieren. Ne? Really strange. Du bleibst mal noch schön da oben. Ich hoffe, da kann keiner runterkommen oder hochkommen. So eine schöne Sniper-Entfernung. Ziel bestätigt. Kriegst auch noch ein paar Punkte. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob er die braucht. Na dann los, rein mit dir. Hier drüben ist was. Ach, da sind die wirklich so weit hinten, ja? War noch vorne drin. Wie habe ich die denn jetzt bemerkt? Ich rücke vor. Du gehst schon mal dahin. Du bleibst aber da. Der andere ist ja eigentlich. Bestätige. Du gehst mal dahin, der ist ja eigentlich da um die Ecke, ne? Rennt er jetzt darum? Denke nicht. Deshalb okay. Kann ich dich ja da eigentlich mal ein bisschen wegziehen, schon mal in die Richtung. Damit wir dann schon mal den sichern können. Du bleibst hier schön da. Du bleibst auch noch schön da oben. So. Dahin. Ein bisschen mehr so dahin eine Sicht haben. Ach, ist er doch da rumgelaufen. Krass. Okay, damit habe ich nicht. Damit habe ich nicht wirklich gerechnet. Das ist natürlich scheiße. Komm, Plasma. Sehr gut. Krass. Fiese kleine Bastarde, ne?
mal schön hin. Na, los, komm. Yes. X-Ray neutralisiert. Das können wir ja noch nicht auf uns sitzen lassen, ne? So, dann geh mal dahin. Guck mal. Falls die um die Ecke kommen. Und du rennst hier vor. Dass wir die so ein bisschen flankieren. Und du gehst weiter dahin. Schön weiter da bleiben. Traue ich mich noch nicht. Ich traue mich, die noch nicht runterzuholen, ne? So, schön hier bleiben. Ist jetzt schon wieder was kaputt gegangen. Kommen die nicht runter, oder was? Komm, dann geh runter. Dann hol dir das Ding. Bestimmt die falsche Entscheidung, aber. Unser Mann kann mit dem Hacken beginnen. Wir müssen nur die Relaisstation aktivieren, um an die Daten zu gelangen. Ist kein Mann. Was war das? Auf den Weg. Na komm, dann geh dahin. Schauen, ob wir die ein bisschen von hinten kriegen. Die haben sie, warum haben die sich da verschanzt? Das ist sehr komisch. Sehr, sehr, sehr komisch. Zu Befehl. Krieg ich die von da ein bisschen vielleicht? Leider nicht. Aber was ich machen muss, ist... Ah, shit. Na? So, dann gehst du dahin. Bisschen von unterschiedlichen Seiten absichern. Du musst einfach da bleiben. Du bist so die Fernabsicherung sozusagen. Und dich nehme ich mal mit nach vorne, um ein bisschen Ablenkung zu schaffen, damit die sich nicht entscheiden können, wen sie jetzt als erstes nehmen. What? Stehe unter schwerem Beschuss. Nice. Ist jetzt ganz gut. Beim nächsten, mal gucken, wie wir mal alles kriegen. Was schmeißt er? Rauch. Ja, das ist keine schlechte Idee. Ah, von hinten. Aber zum Glück haben wir da einen Reflexschuss vom Sniper. Ich sag doch, der ist da ganz gut. Der braucht nur bald eine neue, bessere Waffe. Ja, sehr gut. Ah. Unser Agent hat die Exort-Daten teilweise entschlüsselt und ihre Kommunikation vorübergehend gestört. Das sollte sie bremsen. Jetzt müssen wir nur noch die restlichen Relaisstationen finden und hacken. Wir müssen mal ganz kurz hier... Ja. Machen wir. Du rennst jetzt vor, Max. Du musst jetzt hier mit 100% den anderen Heavy jetzt hier mal killen. Ist keine Bedrohung mehr. Der Spion muss geschützt werden. Um jeden Preis. Das ist einfach das Wichtigste. Ah.
Der macht aber nur 2 Schaden. Ne? Also. Position. Kriege ich damit hier kinetischer Schlag? Kann ich das damit machen? Ja, ja, komm. Ach, shit. Gehe los. Los, 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 los. Ja, das sieht doch gut aus. Weil die, wenn die 6 Schaden machen, genau, dann ist der eine wenigstens ganz weg. Und der andere flieht. Ist auch nicht schlechtes. So, Mun haben sie alle noch, dank des Munitionsupgrades. Und er muss nachladen, sehr gut. Okay, du musst jetzt so schnell wie möglich unterwegs zum anderen hin. Und du musst da so schnell wie möglich hinterher. Max, du kümmerst dich um den Spion, ne? Also musst du auf jeden Fall beschützen, das ist deine Hauptaufgabe jetzt. Bin unterwegs. Wenn wir schon so einen kinetischen Schlag haben, dann nutzen wir den auch. Tschüss. So, und zurück. Koordinaten. Wollen wir hoffen, dass jetzt nicht zu schnell noch andere kommen. Was auf jeden Fall passieren wird, aber... Okay, haben wir Glück gehabt. Hab's gehört. Okay, okay, okay. Ich mir schlimmer vorgestellt. Dann rennst du dahin, dann kannst du ihn gleich hacken, dann ist doch die Mission vorbei, ne? Das war die letzte Relaisstation, Commander. Ach nee, wir müssen noch zurück, stimmt. Jetzt müssen wir nur noch den Agenten zur Evakuierungszone schaffen. Neues Ziel erhalten. Stimmt, stimmt. Dann gehst du schon mal dahin. Du bist dahin. Die haben auch echt einen krassen Radius. Finde ich echt gut. Vielleicht können wir die sogar noch weiter verbessern. Ich glaube, das ging, ne? Rücke auf Ziel. So, weil den will ich jetzt nicht. Vape will ich jetzt. Tom will ich nicht allzu sehr alleine lassen. Das ist mir sonst nichts, nicht, dass er noch in den Hinterhalt gerät. Ja, und? Wo kommen sie? Das sehen wir gar nicht. 3 feuern sofort einen Reflexschuss ab. Ich würde es gerne sehen. Tatsächlich würde ich es gerne sehen. X-Ray neutralisiert. Ja, gut. Einen neutralisiert den Sniper. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann Max. 70%. Na komm, das triffst du doch. Auf die Entfernung nicht. Negativschaden. Oh komm, dann. Aber doch von da aus, ne? Mit einem schönen Plasmagewehr, da sind auch 91%. Was willst du mehr? Ich rücke vor. Ja, irgendwann triffst du auch mal wieder. Du musst dich erstmal einspielen, du musst erstmal warm werden, Max. Dann triffst du auch wieder. Gehe los. Ja, Tom ist schon krass geupgradet, ne? Das kann man nicht anders sagen, ja.
Aber du kriegst auch noch ein paar Verbesserungen. Wir schicken dich mal wieder ein bisschen in die Genkammer. Gegrillt. So. Sniper schön vorziehen. Du kriegst auch noch ein paar Verbesserungen auf jeden Fall. Das stimmt, dann bist du ein bisschen vernachlässigt gewesen jetzt in letzter Zeit. What the fuck? Wo kommt der denn plötzlich her? Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, komm, aber ich würde gerade sagen, den triffst du doch aber wenigstens. Ach ja, Schokolade, das ist schon was Tolles. Na los, komm, Xatry. Ach nee, Helena. Nice. Aber ich sammle hier auch keine. Sind das LMGs? Nee, ne? So. Hier, schön 100% Plasmawerfer, 60% kritisch. Ein Schuss. Und ein Treffer. Schon unterwegs. Na komm. Kriegen wir dich jetzt hier rein? Dich kriegen wir doch schon hier rein, ne? Auf dem Weg. Kann man da nicht schon. Commander, ja. Unser Mann ist in Sicherheit und die haben Mission die bestanden. Yes. Gut gemacht. Schade, dass wir das vor diesem vom Plasmagewehr jetzt nicht mitnehmen konnten, dass das noch nicht fertig war. Ich bin vom bisherigen Ergebnis beeindruckt. Besonders wenn man die Umstände da unten bedenkt. Und Max mit Abstand die meisten Einsätze, 24, 55 Kills, das ist schon beeindruckend, muss man einfach so sagen. Da hast du dir das Upgrade jetzt, hast du jetzt dir verdient. So, unser Rookie kriegt jetzt die Beförderung. Was ist denn das? Oh, wieder Unterstützung. Oh, Unterstützung. Immer Unterstützer. Was haben wir? Lasersturmgewehr, Laserscharfschützengewehr, ein paar Lasergewehre, schwerer Exol-Laser und Exol-Raketenwerfer. Datenentschlüsselung abgeschlossen. Mögliche Exol-Standorte werden neu berechnet. Ja. Ich bin gespannt. Erstmal speichern. Oh, das ist ja ganz gut gelaufen. So, jetzt müssen wir zwei Sachen machen. Einmal müssen wir Entschuldigung, Max in die. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Natürlich. Max schicken wir ins Genlabor. Jetzt ist die Frage, du hast ja das adaptive Knochenmark. Hast du schon? Man kann, wie es aussieht, immer nur eins von beiden nehmen. So, was haben wir hier? Das ist Neuralfeedback, verursacht Schaden bei Psi-Angreifern und löst die Abklingzeit in allen Psi-Angriffen aus. Wir können dir nochmal was mit Augen geben. Wie bei dem Sniper. Plus 10 Zielgenauigkeit für jeden Schuss nach jedem Fehlschuss. Oder Höhenvorteil, aber das machen wir bei dir selten. Das finde ich auch interessant. Lässt Soldaten beim ersten Mal, wenn ihre Gesundheit in einer Mission auf Null sinkt, verbluten statt zu sterben. Also man hat noch mehr Schutz. Und dann könnte man nicht 2 Stunden wiederbeleben. So Adrenalin bewirkt eine Überladung von Adrenalindrüsen des Soldaten, wenn ein Tod bestätigt wird, sondern der Soldat Pheromone ab, die allen Truppenmitgliedern in der Nähe einen Angriffsbonus verleihen. Kann höchstens alle 5 Runden einmal angewendet werden, auftreten. Auch nicht schlecht. Kriegst du also einen Angriffsbonus, wenn einer gekillt wird. Oder von den Sachen, das ist einmal, da siehst du Gegner in der Nähe. Oder hier, dass du getarnt bist, aber
Das würde ich vielleicht eher einem Sniper geben. Ich würde mal das mit dem Adrenalin ausprobieren. Das fände ich eigentlich ziemlich geil. Das braucht auch nicht so viel Meld. Und kostet auch nicht so viel. Was sagst du dazu? Ja? Mehr Adrenalin? Das wäre doch eigentlich ganz gut, oder? Das fände ich eigentlich interessant. Na? Was sagst du? Ja. Komm, das machen wir jetzt hier. Sehr gut. Danke, Commander. Ich lasse den Freiwilligen umgehend für die Operation vorbereiten. Finde ich super. Ich melde mich bei Ihnen, sobald der Eingriff abgeschlossen ist. Finde auch toll, dass du dich freiwillig gemeldet hast. So, Technikabteilung nochmal was in der Gießerei. Hier, verbessertes... Ach so, genau. Erstens wollte ich hier noch ein Medikit bauen. Damit Xatrix 2 mitnehmen kann. Ah nee, kein Medikit bauen. Quatsch. Eine Gasgranate. Genau, das wollten wir machen, dass sie Granaten werfen kann und die auch heilen oder pushen dann sozusagen. Das wollte ich machen. So. Gehen wir aber nochmal hier eins weiter, damit wir unser Plasmagewehr kriegen. Wir können jetzt nicht nur unsere eigenen Plasmagewehre bauen, sondern auch jedes anpassen, das unsere Soldaten auf dem Schlachtfeld erbeuten, Plasmagewehr zu herstellen, verfügbar. Nice. Und alles Plasmazeug ist ja jetzt auch, kriegen wir jetzt günstiger. Was ist das? Legierungskanone? Schließt seine Verwendung als Munition aus. Bei allen unseren Verschießversuchen wurde die Waffe zerstört, da die Legierung den Lauf zerfetzt. Aber wir haben einen Weg gefunden, daraus Mikrosplitter herzustellen, mit dem ein Magnet kam. Alter. Geht's gleich weiter mit dem richtig krassen Zeug. Hm. Schwerer Plasmawerfer wäre was. Das dann für Max? Ja, wir müssen jetzt hier das ganze Plasmazeug holen. Max, du kriegst jetzt dann gleich deinen schweren Plasma-Laser auf jeden Fall. Ich meine, brauchen wir, ne? Da, Xatrix. Bewaffnung. Leichtes Plasmagewehr. Was ist die Plasmapistole? Können wir auch mal langsam machen. Aber du kriegst jetzt hier die Gasgranate. Damit du ein bisschen rumpushen kannst. Okay. Jut, jut, jut. Dann geht's weiter. Der Adrenalinimpuls, der durch das Töten eines Feindes ausgelöst wird, kann nun zu einer Hormonwolke kanalisiert werden und wird dadurch ansteckend. Na, Max, herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Generweiterung. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Sehr gut, der neue Satellit ist da. Jetzt ist nur die Frage, wo. Aktuelle Satelliten, ein Wissenschaftler. Senkt der Satellit auch die Panik? Ich hoffe. Ein Ingenieur pro Monat. Zwei Satelliten. Zwei Wissenschaftler pro Monat. Kostet das oder kriegen wir das?
Aber hier sehen wir auf jeden Fall, wie viel wir kriegen. Ach nee, das ist wirklich das, was wir kriegen. Aber wenn ich hier noch einen reinsetze. Ah, hier ist nur einer, kann nur einen reinsetzen, okay. Bei Kanada kriege ich 150. Was kriegen wir in China? Da kriegen wir auch 150. Ich frage mich langsam, ob wir jemals hinter den Grund für all das kommen werden. In Russland kriegen wir 225. Was natürlich echt viel ist. Ah, hier brauchen wir was um. Brauchen wir wirklich was um. In Kanada brauchen wir ein bisschen. Panikreduktion. Unsere Truppen müssen in Bestform sein. Ja, sie sollen sich ausruhen. Aber hier kriegen wir echt viel Geld. Aber das ist halt auch viel, was wir abdecken müssen. Kriegen wir noch was? Drei Wissenschaftler und hier kriegen wir zwei Wissenschaftler. Kriegen wir beides. Okay, ich gehe nach Kanada. Satellit starten. Nice. Baue ich eigentlich gleich den nächsten? Könnte man eigentlich machen, ne? Ja. Ah, ja, mache ich das? Ich glaube, ich muss eher ein neues Schiff bauen, ne? Also nicht ein Schiff, sondern ich würde gerne einen neuen Flieger bauen. In Nordamerika vielleicht noch ein. Man, immerhin bauen wir da einen zweiten Satelliten. Machen wir das. Und dann baue ich da schon den Laser. Das mache ich nicht. Da warte ich dann auf die Plasmakanone, die große. Die ich dann irgendwie erforsche. Das ist, glaube ich, eine bessere Wahl. Als jetzt da nochmal in dem neuen da jetzt noch einen alten Laser reinzubauen, eine alte Laserkanone. So, da ist es. Das schwere Plasmagewehr oder Werfer. Wir können jetzt unseren eigenen Plasmawerfer bauen. Schwere Plasmawerfer zur Herstellung verfügbar. Partikelkanone zur Herstellung verfügbar. Muss ich gleich mal gucken. Und Schiff Plasma in der Gießerei verfügbar. Das ist auch geil. So, das schwere Plasmagewehr benutzt ein Miniaturkraftwerk mit zusätzlicher Kühlung für eine entscheidend höheren Feuergeschwindigkeit als alles, was wir hier jetzt eingesetzt haben. Nice. So, Schiffplasma. Das ist hier für die Robo-Dinger. Nachdem wir jetzt in der Lage sind, schwere Plasmawaffen herzustellen, können wir diese Bewaffnung unseren Schiffs an diese Technologie anpassen und so die Feuerkraft drastisch erhöhen. Nice. Partikelkanon, eine Variante unserer schweren Plasmawaffentechnologie, ermöglicht den Bau eines stoßweise abgefeuerten Partikelstrahls, der bislang unvorstellbar konzentrierte Energiemengen transportiert. Die Hitzeableitung wäre für einen ungeschützten Soldaten extrem gefährlich. Ein Mech-Anzug kann jedoch. Okay, also das sind jetzt die Plasma-Mech-Dinger. Brauchen wir unbedingt. So, und das ist die Plasmakanone. Die erforschen wir auch. Bauen. Partikelkanone kann ich mir leider nicht mehr leisten, weil mir da. Ah, zwei Ingenieure fehlen. Schade, schade, schade. Und schwere Plasmawerfer auch. Fuck. Also, Max, muss man noch ein bisschen warten, bis wir zwei Ingenieure mehr haben. Wahrscheinlich kriegen wir die. Die müssten wir eigentlich kriegen, wenn wir den einen Satelliten oben haben. Und dann bauen wir das auf jeden Fall. Krass. Oh, teuer das Zeug.
Wir müssen unbedingt an mehr Kohle kommen, ja. Gut, wieder eine Exalt-Operation, diesmal in Kanada. Okay. Aber wir wissen ja schon, dass es da nicht ist. So, was ist immer hier als Neues hinzugekommen? Der Exalt-Schnittpunkt liegt nicht in einem der 5 bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Mhm. Also nicht in Brasilien und nicht in Indien. Und nicht in China, das wusste man vorher schon. Na gut. Xatrix, du nicht. Du gehst dahin. Du warst so gut das letzte Mal. XCOM-Einsatzkraft gegen Exortstellung in Position in Kanada. Ich bin gespannt. Wir erwarten Großes von dir.